es ist eine absolut geile Atmosphäre da draußen und die Kulisse ist sagenhaft. Unsere Fans sind, die machen Stimmung auch. Ne? Schöne Geste von dem Waldhof Mannheim dann mit 3000 Fans gekommen. Also das macht Bock, Fußball zu spielen da draußen. Wenn man die Fans sieht, Kompliment, das ist eine Choreo, selten sowas Geiles gesehen. Das macht einfach Bock, da aufzulaufen. Für mich, auch für uns Spieler, im Derby ist immer was Geiles für jeden Fußballer, für die Fans, natürlich gerade Karlsruhe Waldhof sowieso. Und, jo, da ist er, Batsch, drinnen, Innenpfosten, da war gar nichts zu halten. Klasse Schuss von Marvin Vanicek. Ja, haben es gut durchkombiniert beim 1-0, Spielverlagerung vom Dodo, Flanke, Abpraller. Muss man auch erstmal dann stehen und das Tor machen. War natürlich dann auch glücklich für uns. Dennoch haben wir keine Chancen hinten zugelassen, keine klaren. So gehen wir mit 1-0 in die Pause und haben uns dann vorgenommen, auf jeden Fall das Zweite zu machen, dass wir einfach dann auch so die Spielfreude noch reinkriegen. Und ja, so ist es dann gekommen und dann noch zwei, drei Tore schön rausgespielt. 2-0, Karlsruhe, Marvin Pourrier, 66. Minute. Das fühlt sich überragend an. Ne? Es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl und da war ganz besonders waren die Glückwünsche von den Jungs. Die haben mir so sehr gratuliert, was mich wirklich auch sehr berührt hat in dem Sinne. Aber in dem Mannschaftsgefüge drin zu sein und mit den Jungs Fußball zu spielen, macht halt richtig Bock. Das war klasse Tor, Weltklasse Tor hier. Mann, so ein kleiner Ronaldo hier beim KSC ist ja ein Ding. Fabian Schleusener. Ronaldo hat es in der Champions League nicht besser gemacht, daher à la Bonheur, gut ab. Ich glaube, ich konnte das selber nicht ganz fassen. Ich bin sehr froh, dass er reingegangen ist, dass das geklappt hat. Der kann auch anders ausgehen. Das schönste Tor von ihm. Wieder schön, Schleusener, diesmal der Vorbereiter, dieser Fallrückzieher Schleusener jetzt als Vorbereiter zum 4-0. Ja, wir haben halt die Chancen, die wir hatten, die haben wir genutzt, die haben wir effektiv genutzt und daran arbeiten wir halt jede Woche und so müssen wir jetzt das Selbstbewusstsein mitnehmen und das Selbstvertrauen mitnehmen im Montagsspiel.